Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in meinem Garten. Heute bin ich nicht allein. Ich habe bei mir Georg Schultes. Aufrecht Schweiz, Thurgau, Kreuzlingen, Gemeinderat. Genau. Genau. Und was ist da passiert? Ich habe zur Aufarbeitung dieser Corona-Zeit dem Stadtrat einen Vorstoß eingereicht, um diese Zeit etwas genauer zu beleuchten. Die Entscheidungsabläufe, die Prozesse. Wurde das so entschieden, wie man es, kann man dem sagen, vernünftig handhaben würde. Und Spoiler, dann, nein. Leider richtig. Und dazu habe ich ein halb Dutzend Fragen eingereicht als schriftliche Anfrage im Gemeinderat Kreuzlingen zur Beantwortung. Und das ist der Unterschied vom normalen Bürger ist, Anfragen aus dem Gemeinderat müssen von wem beantwortet werden? Vom Stadtrat. Vom Stadtrat? Genau, vom Exekutivgremium, die diese Handlungen dann verantworten. Ah, der Stadtrat ist die Exekutive und der Gemeinderat ist... Genau, ist Legislative, ist ein Parlament. Also ich bin ein ganz einfacher Parlamentarier, einer von 40, der sagt, lasst uns genauer beleuchten, wie das in dieser Zeit abgelaufen ist. Vielleicht. Und du hast ein Auskunftsrecht für die Regierung, wenn ein Schweizer Bundesparlamentarier Auskunftsrecht hat gegenüber dem Bundesrat. Ganz genau, und da sind wir auch schon mittendrin. Die Fragen wurden sehr unpräzis und eine Frage zum Beispiel gar nicht beantwortet. Im Stil von, die Antwort lautet, diese Frage stellte sich dem Stadtrat nicht. Und das ist eigentlich ein kleiner Skandal, weil wenn ein Parlamentarier eine Frage stellt, muss das zuständige Gremium das beantworten. Weißt du noch, welche Frage das war? Ja, genau. Also ich habe natürlich gefragt, im Rückblick, wie seht ihr das mit eurem Handeln in dieser Corona-Zeit? War das angemessen? Könnte man da was verbessern? Und es war eigentlich bei meiner Fragestellung schon klar, dass die Antworten werden, wir haben nur das umgesetzt, was das Bundesamt für Gesundheit von uns wollte. Ja, aber in diesem Fall haben Sie gesagt, wir haben keinen Bedarf an Reflexion eigentlich. Genau, genau. Dann aber Sie sind gezwungen zu reflektieren, weil du eben die Frage gestellt hast. Genau. Und dann habe ich, weil ich genau wusste, dass Sie sagen, wir haben nur gemacht, was unser Befehlshaber uns gesagt hat, habe ich im Anschluss gefragt, als zweite Frage dann, wenn das Bundesamt für Gesundheit euch gesagt hätte, ihr müsstet die Leute per Gewalt abholen und impfen, hättet ihr dann auch einfach nur gemacht, was man euch befohlen hätte? Das ist natürlich etwas unangenehm zu beantworten. Ja, darum gab es keine Antwort, oder darum was? Hieß es dann, diese Frage stellte sich dem Stadtrat nicht. Ist aber falsch, ich habe sie gestellt. Ja, sie hat sich nicht gestellt, aber jetzt stellt sie sich in jetzt, dem Moment, genau, wo du sie fragst. Exakt, jetzt wo ich sie frage, müsste man sie beantworten. Und das zeigt so ein bisschen, was das Ganze drinsteckt. Man war eigentlich nicht willens, diese Aufarbeitung anzupacken. Aber Sie haben sehr ungeschickt geantwortet, weil normalerweise ein guter Politiker schwurbelt viel besser. Der sagt einfach, wir können uns nicht vorstellen, dass so eine extreme Situation überhaupt passiert wäre, genau, hätte passieren können. Ja. Sie hätten es eigentlich ein bisschen geschickter formulieren können. Es zeigt ein bisschen einen Mangel an Respekt gegenüber dem Fragesteller, wenn Sie so flapsig einfach so zur Seite, ja, genau, wischen, oder? Das ist perfekt analysiert. Man hätte sich wie von Politikern gewohnt, sich irgendwo verkriechen können mit, nach bestem Gewissen und Gewissen hätte man das dann schon nochmal geprüft oder irgendwas, bla. Aber man hat sich eigentlich darauf zurückgezogen, dass man das nicht beantworten will. Man will nicht darüber sprechen. Das ist eigentlich aber nur das eine Problem. Wer regiert denn Kreuzlingen? Ist das auch Parteien? Ist das Parteimitglieder? Oder also Regieren ist Exekutive. Das ist eigentlich ein gemischt zusammengesetzter Stadtrat, der aus verschiedenen Parteien ist. Allerdings eher links, wenn man sich noch in diesem Schema verschlafen will, linksbürgerlich. Das Parlament ist da schon halb-halb. Okay. Und du bist aufrecht und... Aufrechte mögen sie nicht im Parlament, genau, oder? Antworten und Fragen vor allem von Aufrechten mögen die gar nicht. Die könnten unangenehm sein. Und das ging eigentlich noch weiter. Also es ist auch so, sie haben nicht nur die Fragen nicht beantwortet, sondern ich habe die Stadtratsprotokolle zu diesen Entscheidungen verlangt. Ich habe gesagt, ich will sehen, was ihr besprochen habt in diesen Gremien. Ich möchte gerne nachlesen, wie das lief. Hat jemand gesagt, in 20 Minuten habt ihr gesehen, heute Morgen, es ist jetzt Maskenpflicht, machen wir auch. Also ich möchte gerne diesen Ablauf verstehen. Auch vorwärts blicken, zum Sehen, müssen wir das vielleicht besser anpacken im nächsten Notrecht. Die haben mir diese Stadtratsprotokolle nicht herausgegeben.
nur in kleinsten Auszügen. Sie haben Dinge ausgesucht, die völlig uninteressant sind, wie zum Beispiel Wahlbüros oder Abstimmungssonntagsöffnungszeiten in Schulhäusern. Uninteressantes Zeug. Und der größte Skandal ist eigentlich, sie haben diese Protokolle geschwärzt. Obendrauf noch. Das Nichtsagende noch geschwärzt. Und das ist etwas, was wir sehen, egal ob in Amerika, ob in Europa, ob im Bundesrat, also nicht nur ganz oben, sondern bis unten auf Gemeindeebene, genau. Auf Stadtebene, ist Kreuzingen eine Stadt? Ja. Genau. Bis auf Stadtebene hinunter wird einfach der Schleier des Schweigens quasi ausgebreitet. Ja, so ein Verdrängen, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Sind schändliche Menschen, aus meiner Sicht. Ich finde auch... Es ist natürlich unangenehm, über Verantwortung zu sprechen, aber Politiker haben eine Verantwortung. Und wenn sie jetzt sagen, ja, wir haben nur das gemacht, was unser Vorgesetzter uns befohlen hat. Ich meine, es gibt auch Dinge wie, zum Beispiel in einem Dienstreglement der Schweizer Armee steht, unter Artikel 8, Gehorsam, wenn dir dein Offizier was befiehlt, was widerrechtlich ist oder gegen das Völkerrecht oder mit Strafe bewährt ist, musst du das verneinen, darfst du das nicht umsetzen. Wenn ein Offizier sagt, er schießt diesen Kriegsgefangenen, dann wirst du bestraft, wenn du das tust. Mhm. Du musst das verweigern. Und genauso müsste man eigentlich als Exekutivbehörde hinterfragen und sagen, war das verfassungskonform, was die von uns verlangen? Ist das strafbewehrt? Ist die Maßnahme angemessen? Die haben eine Pflicht, angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Nichts passiert. Einfach blind umgesetzt, was von oben kam. Und genau dasselbe hatten wir auch mit den Polizeien der Schweiz, also den verschiedenen Kantonspolizeien. Da ist es auch so, die leisten einen Schwur und so weiter, aber das ist alles unter den Teppich gekehrt worden. Am Schluss hätte es auch nichts gebracht, wenn du als Polizist, als Militär das umsetzen würdest, dann hieß es einfach, dass du den Befehl verweigert und es würde wahrscheinlich bis Bundesgericht hinauf gedeckt werden. Also was nützt dir, im Recht zu sein, wenn nachher Unrecht gesprochen wird? Und das ist das, was wir bei Corona jahrelang gesehen haben. Ganz genau. Also die Justiz ist definitiv nicht bereit, gemäß ihren gesetzlichen Vorgaben zu bewerten und zu fragen. Die schützen das ständig. Hast du noch andere Fragen, wo du eine einigermaßen schlaue Antwort erhalten hast? Ja, Sie fanden, Sie hätten eine schöne Mitte gefunden. Einige Leute hätten stärkere Maßnahmen verlangt, das haben sie schließlich auch nicht gemacht. Einigen ging es zu weit. Sie halten sich für gutmütig ausgerichtet. Und da muss man sich schon fragen, wer diese Ausrichtung denn, wer den Maßstab setzt davon. Ich würde sagen, das Gesetz. Und gemäß Gesetz war es nicht Maßstab. Sie waren quasi moderate Faschisten, Hygienefaschisten, so genau. Haben Sie gesagt. Sie sind schön in der Mitte des Faschismus. Auf dem Grat des Faschismus gewandert. Man sieht einfach auch jetzt, sie sind nicht bereit, ungeschwärzte Protokolle abzugeben. Das ist eigentlich widerrechtlich. Nach Artikel 17 der Gemeindeordnung kriegt man als Parlamentarier Einblick in sämtliche Dokumente, die zu einem Geschäft gehört, zu einem Vorstoß, den man eingegeben hat. Und jetzt müsstest du dir einen Anwalt nehmen und durch die Instanzen kämpfen, damit du so hältst. Genau, mit einer Justiz, die nicht auf unserer Seite ist. Aber wir sind im Moment da. Ich habe mit dem Datenschutzbeauftragten des Kantons Thurgaus diskutiert. Er sagt, wir sollten das zusammen anschauen. Es ist eigentlich, kennt ja natürlich die Gesetze. Und es gibt jetzt eine Schlichtungsverhandlung. Es ist eine Schlichtungsverhandlung in Frauenfeld angesetzt, wo die Stadtbehörde kommt und ich komme. Und wir das erstmal diskutieren. Und da muss man entscheiden, ob man die rausklagen will, wie bei den RKI-Dokumenten. Hast du schon genug Informationen, um beurteilen zu können, ob der Datenschutzbeauftragte so etwas wie ein Datenschutzbeauftragter sein will oder ob auch hier einfach dann am Ende politisch denkt? Schwierig zu sagen. Ich meine, er ist im DJS angesiedelt. Also er ist eine Stabsstelle der Politik. Departement von Justiz und Sicherheit. Genau. Was ist das DJS? Macht gewisse Aussagen. Er war aber auch schon durchaus kritisch. Ich bin ja auch Datenschützer. Nur, du kennst es, beim letzten Interview haben wir darüber gesprochen. Gut kommt es raus, wenn wir alles über diese Leute, die unsere Politik machen, wissen. Und schlecht kommt es raus, wenn die alles über uns wissen. Also das heißt, die sollen gefälligst ihre Arbeit für uns offenlegen. Mhm. Unser Stadtrat, Stadtpräsident, verdient 250.000 Franken, 250.000 Franken pro Jahr. Er soll gefälligst seine Arbeit seinem Bürger, deren Sie sind vorlegen. Die Mitarbeiter der Bürger, sie bekommen das Geld vom Steuerzahler, also von den Bürgern. Und irgendwie haben Sie das mit dem Minister, das eigentlich der Diener des Volkes sein sollte, das haben Sie nicht so ganz verstanden oder wollen Sie nicht verstehen, weil in der Praxis es natürlich auch so ist, dass Politiker, die eben in einer Exekutivposition sitzen, nicht wirklich dem Volk dienen, sondern vor allem sich selber. Genau.
Das ist einfach eine traurige Wahrheit, der wir uns stellen müssen. Ja. Also das Ganze ist jetzt noch relativ frisch, to be continued. Ich denke, wir können vielleicht mal noch ein Follow-up zu diesem Thema bringen, wie es dann rausgekommen ist. Stand heute muss man einfach wissen, sind die verantwortlichen Politiker nicht willens, einen konstruktiven Rückblick in diese Zeit zu bringen, zu machen. Ich finde, es wäre auch wichtig, zum Vorauszuschauen. Wenn wieder Nordrecht daherkommt, müsste man doch seine Prozesse so ein bisschen überdacht haben, vielleicht in Zukunft gewisse Fragen stellen. Und darum wäre es angebracht, zurückzuschauen. Es geht gar nicht unbedingt um jemanden jetzt zur Verantwortung zu ziehen. Also ich finde es schon, dass es darum ging, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Du willst sagen, es geht darum, dass wenn dieser Mist wieder kommt, wenn wir nichts lernen aus dieser Situation, dann wird es sich wiederholen. Wir müssen Lehren ziehen. Und zwar nicht, dass wir zu milde waren, dass wir irgendwie, also diese Lehren, die da vom Parlament zum Beispiel gezogen wurden, die sind so heuchlerisch und verlogen und falsch, dass sie dadurch nichts helfen. Wir brauchen eine echte Aufarbeitung, um zu schauen, dass das nächste Mal nicht Kinder hinter Masken gezwungen werden, nicht Kinder von der Schule entfernt werden, nicht alte Leute alleine und einsam in Spitälern und Pflegeheimen sterben müssen. Das sind diese großen Dinge, die einfach ignoriert werden. Und da braucht es eine Aufarbeitung und irgendwie mal einfach mal ehrliche Menschen, die sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Hast du gewusst, bei Phnom Penh, im Fall von Kambodscha, die Rote Khmer, die haben ja etwa 3 Millionen Kambodschaner, also Khmer auf dem Gewissen, etwa ein Viertel der Bevölkerung. Ja. Und da gab es genau, die haben also Babys an einem Bein genommen und am Baum getötet oder am Baum geschlagen. Und was ich sagen will, dort gab es genau... Du bist ein Profi. Also dort gab es genau... Immer wenn Kinder vorkommen mit Propaganda, würde ich gerne mehr wissen. Das ist belegt. Ja. Die haben die Munition gespart. Man kann dorthin gehen, ich war da auf den Killing Fields, da ist ein Turm nur mit toten Schädeln, da sind Millionen gestorben. Mhm. Und was ich sagen will, ist, ich weiß, was du meinst mit den Kindern, aber was ich sagen will, ist, ein einziger Täter hat unter Tränen zugegeben, dass er Fehler gemacht hat. Und alle anderen, die kamen mehr oder weniger ungeschoren davon. Und dieser Mann, glaube ich auch, weil es eine Amnestie gab, wenn man einen Fehler zugab. Also das will ich sagen, das ist natürlich ein absolutes Unrecht, das bis heute auf der Khmer-Bevölkerung, auf den Kambodschanern eigentlich lastet, bis heute. Und bei uns wäre es nicht anders. Diese Aufarbeitung muss passieren. Und weißt du, was meine Prognose ist zum Schluss vielleicht noch? Es wird eine Aufarbeitung geben. Wir werden plötzlich von den Mainstream-Medien kritische Artikel finden, weil sie nämlich diese 30%, die sie unterdrückt und kaputt gemacht haben, wieder an Bord holen wollen. Genau. Und da könnte es sogar sein, dass diese Aufarbeitung, die wir uns so sehr wünschen, plötzlich dann initiiert wird von Seiten des Mainstreams. Das wäre eigentlich gewünscht. Wir bleiben jedenfalls dran. Ja, also aber so auch gefährlich. Los, mit den Schwärzen und Totschlagen. Es fängt an zu regnen. Du bist bereits so wunderschön. Wir wollen dich nicht noch schöner machen. Sonst fragen sich alle, warum du im Gemeinderat in Kreuzlingen sitzt, statt bei den Mr. Schweiz-Wahlen mitzumachen. Haben wir etwas Wichtiges vergessen, noch mitzuteilen? Nein, das war's soweit. Das war's. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.